Hallo, Servus und Grüß Gott. Willkommen bei OVOS Insider Trickkiste. Heute habe ich einen Tipp für dich, der dir dabei helfen wird, deine Zielgruppe noch gezielter ansprechen zu können. Klingt komisch, ist aber so. Was das ganz genau bedeutet, zeige ich dir jetzt. Um eine ganz gewisse Zielgruppe auf Facebook mit deinen Posts anzusprechen, musst du als allererstes natürlich auf deine Fanpage gehen oder auch Unternehmensseite. Dann bist du natürlich wieder hier im Administrationsbereich. Dann bitte hier auf Seite bearbeiten, Genehmigungen verwalten. Und dann hast du hier ganz unten Privatsphäre für Beiträge. Das musst du jetzt anhaken. Erlaube mir die Privatsphäre-Einstellungen für neue Beiträge, die ich mir auf meiner Seite erstelle, zu bearbeiten. Dann nur noch auf Änderungen speichern. Wieder zurück hier auf Seite anzeigen. Und es macht zwar jetzt den Anschein, als hätte sich nicht groß viel verändert, aber sobald du hier einen neuen Post erstellen willst, wirst du sehen, dass es hier ein neues Zeichen gibt. Diese drei Zeichen sind sehr unscheinbar, aber es ist ein neues da. Und sobald du hier drauf klickst, kannst du hier deine Zielgruppe hinzufügen. Natürlich bezieht sich diese Zielgruppe immer auf deine Fananzahl. Also je mehr Fans du hast, desto interessanter wird das Ganze natürlich. Und du hast hier die Möglichkeit zu wählen zwischen dem Geschlecht, Beziehungsstatus, Ausbildung, Interesse, Alter, Ort oder Sprache. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du willst nur Männer ansprechen, dann kann das Geschlecht interessant sein. Oder natürlich auch Fans ab einem gewissen Alter. Also wenn ich mir jetzt hier das Geschlecht anklicke, weil ich zum Beispiel nur Männer ansprechen will, dann verändert sich natürlich hier auch schon diese Fananzahl, die ich anspreche, und das wären 1160 Fans. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe noch weiteres Interesse, das genauer zu definieren, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will den Ort eingrenzen und hier habe ich dann noch die Möglichkeit, das noch genauer zu definieren. Kann mir jetzt zum Beispiel sagen, okay, Region oder Bundesland oder Stadt. Falls ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will nur Leute in Österreich ansprechen oder nur Leute in Deutschland oder nur Leute in der Schweiz, klicke jetzt mal hier auf Stadt. Bei Land gebe ich Österreich ein. Und du siehst hier automatisch, dass die Fananzahl immer unter Anführungszeichen geringer wird, aber natürlich auch genauer, weil hier habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will nur Leute in Wien ansprechen. Und dann sehe ich, dass ich jetzt hier noch 200 Leute mit diesem Post erreichen würde. Und nachdem ich hier oben ja auch schon Männer ausgewählt habe, vermindert sich dann meine Zielgruppe auf 120 Fans. Also wenn ich jetzt hier diesen Post absetze, spreche ich somit das männliche Geschlecht in Wien an und davon habe ich 120 Fans. Falls ich jetzt aber sage, okay, ich habe noch Interesse, das noch genauer zu definieren, zum Beispiel auch mit dem Alter, und sage, ich will nur, dass das Persönlichkeiten ab 26 sind, dann bleibt es nach wie vor bei 120, könnte jetzt hier noch einen Post schreiben und sobald ich hier auf Posten gehe, wird dieser Post ganz normal abgesetzt, aber er wird eben nur genau diese Zielgruppe angezeigt, die dessen Geschlecht männlich ist, die aus Wien sind und die ab 26 aufwärts sind. Jetzt heißt es wieder Gleichfunktion freischalten und ausprobieren. Bitte gib mir ein kleines Feedback, wie diese Funktion bei dir funktioniert hat. Ich freue mich drüber. Wie immer gilt, mehr Ober, mehr Kommunikation und nicht vergessen, Video weiterteilen und liken. Bis zum nächsten Mal.